Woche fremdgegangen bist, in gewissem Sinne, mit einem anderen Mit einem anderen Studiogast, ne? Ja, Co-Moderator, ja, so. genau. Ihr habt, was habt denn, also ich habe ein bisschen geguckt, ihr habt Fritz 18 Wir vorgestellt. haben Fritz 18 vorgestellt anhand einer Partie, die Matthias Wöhnweber selbst gespielt hat. Beziehungsweise wir hatten sogar drei Beispiele von ihm und das ermöglicht ja, also glänzen, zu glänzen. Der Computer hilft dir zu glänzen. Das ist prima und das macht, glaube ich, sehr viel Spaß, Glanzpartien zu spielen. Das wissen wir alle. Und es ist allerdings nicht so, dass das alles Selbstgänger sind. Man muss arbeiten. Man muss auch selber, also er hatte gerade noch erzählt, kleiner Flur im Flurfunk, dass ein anderer Programmierer bei Chessbase, wir spielen ja eigentlich alle Schach, dass der das auch versucht und er schafft es einfach nicht, Glanzpartien zu spielen. Ah, lass mich raten, wer das ist. Nein, nein, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber das ist natürlich so, wenn du ganz, du spielst Berliner Verteidigung, die ba Damen sind nach 5 Zügen vom Brett, dann wird es schon ziemlich schwierig, nicht? Also man muss schon ein Ja, bisschen. Moment, Hallo. jetzt habe ich Hallo an alle, ja, zurück. Da habe ich gestern erst eine tolle Partie gesehen von Vaschela Graf mit der gegen die Berliner Verteidigung ohne Damen. Das war eine Glanzpartie. Das glaube ich, aber war es irgendwo ein Mattangriff? Ja. Ganz zum Schluss. Ja. Ja, okay, ganz zum Schluss wieder, aber nicht Naja, unbedingt. man ist ja immer erst am Schluss, ne? Das weiß ich nicht. Zum Beispiel hier, ein glänzender Übergang zu dieser Partie. Ja, sehr gut. Okay, machen wir hier mal weiter. Du hast jetzt hier was zum Aufwärmen hier irgendwie gebracht. Das ist auch gut, hier ist nämlich kühl in diesem Studio. Ja. Wie gewinnt Weiß? Das ist eine einfache Frage. Ja, und zum Und ich habe Aufwärmen. vorhin schon, als du irgendwie noch dein Wasser geholt hast, ja schon mal heimlich drauf geguckt, aber das war mir rätselhaft. Das war die rätselhaft. Das ist Naja. ja erschütternd. Das ist Ja. erschütternd. Aber unsere Zuschauer sind ja wie immer Wie hoffentlich gewinnt hellwach Weiß? Man am weiß gar nicht, in Freitag. welche Richtung es gehen Doch, soll. das hat mir Matthias auch nochmal erklärt, wenn unten eine 1 steht und oben eine 8, ist unten weiß Nein, ich und oben meine, in welche schwarz. Richtung der Gewinn gehen soll. Ist es matt? Ist es ein materieller Gewinn? Ja, Oder? das, dann kann es ja ist beides. Also Beides. entweder es wird matt oder weiß gewinnt ganz viel Material. Also ich würde so Dame F5 spielen oder Aha. sowas. Und dann muss ich erstmal die schwarze Dame ziehen, aber zieht sie vielleicht nach G6 oder so. Die H-Linie ist auf. Ja, Würdest du das mir so weit zustimmen? Da sind ganz viele ist total auf, Schwerfiguren, ja, der ja? ist total auf, Und ja. jetzt Ich will eigentlich matt setzen auf H8, aber da auf muss ich H8. Okay, das kriegen wir nicht hin. auf Gut, da H7. muss ich dich enttäuschen. Man kriegt es auch nicht auf H7 hin. Dafür Mist. hat die schwarze Dame, die auf H6 blockiert, Bullerkotta ist schon einfach. wieder hier reingerufen. Ja, aber auf stille Weise und im Chat finde ich das auch völlig okay. Die Frage ist, wie kriegen wir die Dame auf H6? Das ist die große Verteidigerin des Schwarzen Königs. Die kam, glaube ich, von E6 sogar. Wie kriegen wir die weg? Ja, indem man sie angreift. Brumm, so. So, dann muss ich meine Dame wegziehen und dann ja, wird die Schwarze angegriffen. Das Dann ist muss man die auf schon ein gutes Feld ziehen. nicht schlecht. Dame F5 dachte ich, ist ein gutes Feld. Ja, nee, alles nicht schlecht, aber gibt es noch einen weiteren Weg, die schwarze Dame anzugreifen? Was? Mit Springer F5. Oder mit Springer F7. Was? Ja, ist gut. Ich nicke nur bestätigend den Zuschauern zu, Ah, pass auf. Ah, ich die sehe das was. alle. Nee, das ist stimmt nicht. Ich habe gerade überlegt, ob man, wenn nämlich die H-Linie offen wären und die Damen wären weg, dann könnte man mit Springer E7 matt setzen. Also Springer F5 zum Beispiel, aber dann kommt ja Dame H5. Dann, nee, das so geht's halt nicht, ne? Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe Was? bewahren. So. Alles richtig. Alles richtig. Ja. So, jetzt muss ich daraus irgendwas komponieren hier. Nein, musst du nicht. Du Muss musst ich nur nicht? einen Was? Zug noch weitermachen. Kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Man muss immer dazu sagen, André hat immer eine ganz, also auch gerade der Freitag ist, glaube ich, einer deiner längsten Tage überhaupt. Ne? Du arbeitest immer Der sehr Tag lang. ist genauso lang. Ich habe das Okay, nachgeprüft, sind alle okay. 24 Stunden lang. Das heißt, also die Frische kommt manchmal erst im Laufe der Sendung sozusagen. Es Ne? gibt keine, am Freitag gibt es keine Frische mehr. Ne? Also, Ja, also du bist leer ich sozusagen. bin leer. Deswegen, wir haben ja immer Freitags Schach gespielt. Das war nicht gut. Gut, da haben wir es nämlich. Also, Springer F5, das hast du Habe ich das gesagt. richtig gesagt? Ja, und dann hast du nach Dame H5 abgebrochen. Und das war entschieden zu früh. Achso, man kann Springer E7, natürlich König H7 Und und Tom, Turm F5 ja, matt. Könnte man noch, führ wenn das man doch noch. mal auf. Wunderbar, vielen Dank. Sehr schön, Vielen ja. Dank. Das hätte man aber sehen können. Das hätte man sehen können. Springer F5. Und ja, gut, wenn man. Und König, ja, König muss noch Muss noch einzug. ziehen, ja. Und ich habe noch mal nachgelesen, dass Schönes dieses Matt. Mattbild
Weißt du, wie es heißt? Zum Aufwärmen steht ja hier. Weiß einer der Zuschauer, wie das heißt? Ist das Anastasias? Richtig, sehr gut. Und ich wusste das nicht, also ich habe es dann nochmal nachgeguckt, aber viele Mattbilder haben also einen Namen, den ich so nicht kannte. Und mir scheint das auch so ein bisschen manchmal willkürlich gewählt. Aber finde ich schön, das hat ein literarisches Vorbild. Da gibt es eine Geschichte, genau. Da gibt's steht auf Wikipedia, habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, wen das interessiert. Wunderbar. Turm H5 Matt. Sehr gut. Bevor alle sagen, okay, schöne Sendung, jetzt zurück zu irgendeinem anderen Turnier, da läuft noch irgendwo was, möchte ich nur ankündigen, dass ich im Laufe der Sendung, ich sage aber nicht wann, noch ein Quiz ein Preisrest, wie haben wir das immer genannt? Also jedenfalls eine Preisfrage stelle. Und diesmal gibt es zu gewinnen diese wunderbar schöne DVD mit einem sehr starken Schachspieler. Ich glaube, ich könnte Magnus das sogar. Carlsen. Er spielt in Kürze auch ein Däne. Du könntest das nochmal hochheben. Ja, ich will es mal. Ich habe das Gerät. So sieht es aus. Magnus Carlsen. Er spielt in Kürze einen Weltmeisterschaftskampf gegen Jan Nepomniachtchi. Heute im Stream fragt sich Stuart Kohn, wie dieses Mattbild heißt und kam nicht drauf. Hätte er hier mal zugeguckt. Ja, hätte er gewartet. Das ist lustig. Ja, also Magnus Carlsen, diese DVD, das ist die zweite Auflage. Ja. Ja, es gibt die zweite Auflage. Mit sehr viel Bonusmaterial. Also wer die erste... Du warst an der Produktion beteiligt. Ja, ich war daran beteiligt. Warst du Magnus Carlsen? Das heißt, wer die erste hat, gut. Hat die erste. Da ist die erste mit drauf, aber noch jede Menge Bonusmaterial von Danny King Müller, von mir, gemacht, ne? Von Danny King. Also es lohnt sich und für Erstkäufer, glaube ich, ist das auch ein guter Griff auf jeden Fall. Ja, das gibt es irgendwann. Ich sage nicht wann. Rudi, jetzt kommen wir zur Partie. Und ich bin ja ein großer Freund von Michael Adams, also nicht persönlich. Also aber ihr kennt euch doch persönlich, oder? Ja, wir haben mal seinerzeit in einer Mannschaft gespielt. Na ja. Also ich bin nicht, ich bin ein Freund seines Schachs, aber ja. Ich bin jetzt nicht sein persönlicher Freund. Und ich finde das immer so faszinierend, was der für ein unscheinbares Schach spielt. Du denkst immer, ja, ist eigentlich gar nichts los und auf einmal setzt sich das so zu einem Gesamtbild zusammen und denkst, oh ja, ja, jetzt steht er ja gut. Und wie hat er das gemacht? Und das ist... jemand hat ihn mal auch mit einer Spinne verglichen. Das finde ich immer ein bisschen unangenehm, ja, aber... Aber es hat sowas, ne? Er baut so ein Netz und dann bist du plötzlich... Menge dran. Dann ist man gefahren, sehr gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den Weißspieler ausspricht. Würdest du dich einmal versuchen? Tom. Bitte? Tom. Okay. Also, nee, weiß ob ich auch das nicht. Ob einer der Zuschauer weiß. Hängt jetzt von der Nationalität ein bisschen ab. Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Mein Fehler, vielleicht weiß es jemand. Ich würde sonst sagen Piqueux oder so, Tom Piqueux. Aber er könnte auch Berliner sein, wenn ich wüsste. Achso, wer hat den denn? Piqueux glaube ich sowieso nicht, weil es ist ein C, sonst würde man das mit Q, glaube ich, schreiben. Ja. Egal, okay. Naja. Damenindisch. Und Belgier. Okay. Das ist dann fast ein Franzose, ja. Pisseux vielleicht? Vielleicht Pisseux. Ne, Pisseux klingt komisch. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, Damenindisch. Michael Adams hat auch ein ganz klassisches Repertoire. Der spielt kein Quatsch. Der spielt kein Königsindisch, kein Benoni oder... Ja, sorry. Es gibt so eine ganz klassische Schule. Auch Nigel Short ist so ein Angehöriger davon. Der hat auch einmal, glaube ich, Grünfeld gespielt, aber im Grunde genommen klassische Öffnung, Damenindisch, Nimzöindisch, Damengambit und so. Französisch. Und man denkt, das ist kein langweiliges Schach. Auch da, wenn man eine gute Stärke hat, wenn man eine große Spielstärke hat, sind das ganz nachhaltige Öffnungen. Und da kann man genauso viel Dampf machen wie in anderen Sachen auch, ohne eben diese Verpflichtungen einzugehen. A3. Von Weiß, G3 ist G3 ist natürlich auch ein ganz großer Standardzug. Es gibt den Zug Springer C3 nach B6, Springer C3. Und dann könnte das so eine Mischform aus Nimzo und Damenindisch ergeben. Und A3, ich glaube, das läuft eröffnungstheoretisch unter, hier steht klassische Variante, Petrosjan-Kasparov-System. Das ist ganz witzig, dass Petrosjan das häufig gespielt hat und dann eben Kasparov, aber Kasparov hat es irgendwie anders gespielt als Petrosjan. A3 und die Idee ist sehr simpel. Weiß möchte eigentlich seinen Springer nach C3 entwickeln,
ohne dass Schwarz zu Läufer B4 kommt. Und das ist ihm das ganze Tempo A3 wert. Schwarz reagiert mit Läufer A6. Anti nimmt so, finde ich gut. Eigentlich ist ja ist gut. Anti nimmt so, stimmt. Und es ist natürlich clever, also gerade im Bullet ist hat A3, glaube ich, schon so manche Figur gewonnen. Manche. Ja, okay. Läufer A6. Warte mal, da hatte ich, glaube ich, eine Zahl rausgesucht. Ja, stimmt das? Ja, Läufer A6, zu Läufer A6 habe ich in der Mega heute nachgespielt 5.300 Partien. Alle? Und gestern habe ich Läufer B7 gehabt, das waren 15.000. Mhm. Da ist man zu... Also aber Läufer B7 ist klassisch, mhm. Ne? Und dann Läufer A6 ein bisschen moderner. Läufer A6 stichelt halt. Man muss irgendwas machen, um den Bauern C4 zu decken. B3 hat Haken, Dame C2 ist ein ganz wichtiger Zug, Dame C2. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, mit entweder Läufer B7 sofort zu spielen oder auch C5, glaube ich. Also ja, ich glaube, man macht Läufer B7 und nach Springer C3 spielt man C5. Und dann hofft man zum Beispiel, dass die Dame auf C2 vielleicht nicht auf ihrem optimalen Platz steht. Also, ne? Das sind so Feinheiten. Man spielt aber einfach Springer D2 und das ist eine etwas kuriose Mischung, weil eigentlich hat man ja A3 gespielt, um den Springer nach C3 zu bringen. Aber es ist alles völlig normal und Schwarz spielt jetzt Läufer B7 und sagt sich, okay, Springer auf D2, das ist eine kleine Errungenschaft für mich. Sag mal, Entschuldige, kurze Zwischenfrage. Ich sehe gerade, dass da steht ja eine Partie mit Reh gegen Adams. Ja, die habe ich angeführt. Ist die für später oder so? Wartest du darauf, dass jemand... Ich wollte nur glänzen. Ja, genau, ich wollte jetzt, dass jemand darauf hinweist, Mensch, du hast ja auch mal gegen ihn gespielt. Wir können die Stellung gleich mal vergleichen. Ich habe beide die gleiche Elo-Zahl, also vorne jedenfalls. Vorne haben beide eine 2 und hinten haben beide eine 2. Nur in der Mitte, ist ein bisschen anders. Ich wollte mal nur einen kleinen Unterschied hier zeigen. D5, das ist die Partiestellung, die wir jetzt haben. Und mit dem Springer eben auf D2. Und in der berühmten Partie Reh gegen Adams haben wir eine ähnliche Stellung mit dem Springer auf C3. Also, und generell habe ich früher diesen Aufbau mit E3 oder sagen wir in diese klassische Zugfolge. Das ist eine ganz feine Sache gegen Damen Indisch, wenn man einfach nur eine volle Partie will. Alle Figuren bleiben erstmal auf dem Brett. Schwarz kann sich irgendwann aussuchen, Hängebauernstellung oder nicht. Aber man muss keine Theorie lernen, man hat eine solide Stellung mit Weiß und man fängt halt an zu spielen. Heutzutage wieder sehr populär, ne? So diese also jetzt zum Beispiel mal hier diese Stellung. Wir nehmen mal diese Stellung und vergleichen das gleich mit der Partie. Aber gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob der Springer auf C3 oder D2 besser steht? Nee, ich glaube nur, man sagt, dass Weiß möglichst antisymmetrisch spielen sollte. Also wenn Schwarz den Springer nach D7 bringt, aber das ist wieder so eine Faustregel in Anführungsstrichen, sollte man Springer C3 spielen. Und wenn Schwarz C5 und Springer C6 spielt, dann sollte der Springer lieber nach D2. Heißt das für uns Amateure, dass ich mit der Entwicklung des Springers warten soll, bis Schwarz seinen Springer entwickelt, damit ich dann entscheiden kann, dass ich antisymmetrisch spiele? Ja, wenn man die Möglichkeit hat, ja. Okay. E schlägt D4, D5, Läufer B2, kurze Rochade und Dame E2. Und jetzt mal vielleicht eure Einschätzung von dieser Stellung, wie gefällt euch das generell, dieser Stellungstyp mit Weiß oder / mit Schwarz? Wie gefällt dir das? Magst du solchen Stellungstyp? Hättest du mit Schwarz deinen Läufer lieber auf G7 oder was meint ihr? Finde ich doof. Mit beiden Farben. Irgendwie. Das ist Hängebauern finde ich doof. Wenn der Gegner Hängebauern hat, finde ich auch doof. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist so Larifari und irgendwie, mir gefällt das nicht. Aha. Das ist mir zu fluffig irgendwie. Das ist, was im Königsender zum Beispiel, ne? Da ist das alles schön in der Mitte fest und dann kommst du so an der Seite und so. Mhm. Und hier, das also ist, dir gefällt nicht, dass die Stellung noch im Fluss ist? Na, das will ich jetzt so auch nicht sagen, aber wahrscheinlich, das ist halt, sagen wir mal, ein Mangel in der Schachausbildung, so... wenn die Bauernstrukturen sich noch nicht richtig festgelegt sind. Das finde ich immer, also persönlich mag ich das. Ja, dann wird es ja gleich ein Albtraum für dich, kann ich ja jetzt schon sagen. Ja, dann gehe ich. Genau, also Schwarz spielt jetzt auch der Läufer B2. Das ist richtig.
Ja, der Läufer D4, Läufer B2. Thomas Rüther. Das ist so eine Reizfigur natürlich schon. Das Gleiche könnte man aber auch über den Läufer B7 sagen. Ne? Wenn wir mal, wir sollten vielleicht noch erwähnen, was er gesagt hat, nämlich der Läufer B2 wird durch den eigenen Bauern D4 ausgebremst. Ja, das könnte, wie gesagt, das könnte man aber auch, glaube ich, über den Läufer B7 sagen. Und Schwarz hat natürlich die Möglichkeit, wie wir gleich sehen werden, D schlägt C4 zu spielen. Dann hat der Läufer B7 erstmal eine freie Luft sozusagen. Aber dann der Springer C6 blockiert ihn noch immer. Und okay, wir machen mal weiter. Was spielt Schwarz hier nach Dame E2? Turm C8 ist einer der Normalzüge und der andere ist Turm E8. Und die Idee werden wir gleich sehen. Jetzt kommt einmal Turm A nach C1 und wir sind Michael Adams jetzt. Mhm. Michael Adams, was ist die Idee von Turm A nach C1 und was hat Michael Adams jetzt gespielt? Es gibt eine Idee. Turm C1 verfolgt eine Idee, denke ich schon. Wahrscheinlich CD5 und Läufer B5, ja, oder was? Ist das die Idee? Oder C5? Vielleicht will er auch C5 spielen. Wahrscheinlich C5. Mhm. C5, BC5, DC5 und das ist dann ganz nett. Dann hat man das ist, ne? Guck mal, das würde dir wahrscheinlich schon wieder gefallen, ne? Ja, es geht. Das würde mir besser gefallen. Also, Naja, du hast auf der anderen Seite hat Schwarz natürlich auch mobile Bauern im Zentrum, wenn er die in Bewegung setzt oder so, ne? Naja, gut, nehmen wir mal an. Also Schwarz hat jetzt auf C4 genommen. Nehmen wir an, er würde gleich den machen. Jetzt gucken wir uns mal C5 an. Und ja, also Weiß spielt sowieso B4, schlägt. Das ist schon eine ziemlich brisante Stellung. Ne? Also Weiß hat hier einen ganz klaren Plan am Damenflügel. B4, B5. Und im Moment hat er auch noch relativ gute Kontrolle über E5. Und Läufer B5 ist auch nochmal in der Trommel. Und wenn Schwarz hier nicht radikal irgendwie zu E5 kommt, dann kann er sehr schnell schlecht stehen. Ja. Jetzt gibt es wieder ganz konkrete und sagen, man kann trotzdem E5 spielen. Aber das lassen wir jetzt mal. Das würde den Rahmen sprengen. Aber das ist so ein Stellungstyp, den Weiß auch gerne mal hat. Ne? Und jetzt gucken wir uns auch den Läufer B2. Jetzt vergleichen wir mal vielleicht den Läufer B2 mit dem Läufer B7. Ich glaube, der Läufer B2 gefällt dir jetzt. Der gefällt mir gut. Und der Läufer D3 gefällt dir doch bestimmt auch. Der sowieso. Also, es ist nicht alles schlecht in dieser Stellung. Michael Adams macht jetzt D schlägt C4. Und B Ach, guck mal, hier sind ja sogar Fähnchen, sehe ich gerade. Das ist ein belgisches Fähnchen. Und Läufer F8. Und hier mal jetzt eure Einschätzung oder deine Einschätzung. Wie gefällt dir denn das jetzt? Jetzt haben wir nun die Hängebauern auf dem Brett. Bei vollem, bei vollem Brett. Das heißt, alle Figuren stehen noch da. Und Gefällt mir eigentlich, sagen wir mal, für Weiß ganz gut. Gefällt dir für Weiß ganz gut. Dann haben wir es doch geschafft. Und was meint ihr zu Hause? Wer hätte, oder anders, also die Stellung ist völlig okay für beide Seiten. Kein Fehler passiert bislang, das wäre auch überraschend. Alles normale Züge. Wer hätte hier lieber Weiß und wer hätte lieber Schwarz? Ja. Und jetzt noch eine Zusatzfrage. Wer wäre lieber Adams oder was? Nein. Okay. Ich mach mal weiter und Turm D1, den nehme ich auch. Also ich hätte lieber Weiß, aber ich wäre lieber Adams. Irgendwie habe ich das Gefühl... Okay, Bullacotte hält also an der weißen Stellung fest. Wunderbar. Bullacotte, okay. Aber jetzt wird es gleich etwas schwieriger. Turm C8, auch logisch. Was soll Weiß denn jetzt machen? Was soll Weiß machen? Jetzt, okay, beide Seiten haben sich mobilisiert. Also perfekt. Bei Schwarz könnte man noch diskutieren, ob man vielleicht die Dame irgendwo lieber anderswo hätte. Manchmal spielt man die Dame sogar nach A8, gibt es auch. Aber weit weg. Das ist weit weg, aber kann mal sein. Aber was ist die Frage, welchen Plan soll Weiß hier verfolgen? Und das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, mal Weiß sollte versuchen, die Dame nach H3 zu bekommen. Mhm. Das ist ein gutes Feld. Aber da kommt er jetzt irgendwie nicht hin. Mattangriff auf H7? Genau. Ja, okay. Also Schwarz, das stimmt. Weiß hat beide Angriffsläufer, die Rasiermesser nennt man sie, glaube ich, auch. Läufer B2 und Läufer D3, die rüber zum König schießen. Andererseits ist der noch ziemlich gut verteidigt, muss man auch sagen. Ne? Naja, also... Und die Frage eben... Springer E5 wird angeregt hier von Bullacotte. Okay. Ist auf jeden Fall eine Idee. Was ist dann nach Springer D4? Geht das? Springer E5, Springer D4? G5
geht nicht, ne? Oder geht's? Ich muss. Nee, also. Achso, sofort Springer E5. Ja. Okay. Könnte man ja überlegen. Ja, nee, dann kommt, glaube ich, hier geht einfach Springer D4. Mhm. Also, sonst könnte man so versuchen: Springer E4, Dame E4, ja, durch Matt, okay. G6 oder so. Und dann habe ich schon ein bisschen was anderes. Da kann ich Dame G4 spielen, dann bin ich schon auf der richtigen Seite. Das wäre jetzt so mein Blitzzug. Du sagst Springer E4, nochmal eben, das war der Bullerkottezug, der kann auch mal sehr interessant sein, wenn man nämlich also zu sowas kommt, was eine sehr drastische Veränderung der Struktur mit sich bringt. D-Linie geht auf und Weiß bekommt auch das Springerfeld E4 nach Springer D7 oder so. Konkret ist es aber, wie du schon sagtest, nicht gut wegen Springer D4. Und mit dem Springer auf F1 wäre es klasse. Just, und das bringt mich dazu, als Alternative mir einen Vorschlag anzubringen, und zwar ist das Springer F1, und die weiße Idee ist dann, den Springer nach E3 zu bringen. Und dann mit D4, D5 die Mitte aufzuhebeln. Aber und du, Dame having E2, seen Tommy the game, 8. Was? Tommy 8 und Dame E2. Ja. Mit dem Springer auf E3 finde ich das alles prima. Also okay. Nachdem ich habe die Partie ja nun gesehen, spricht einiges dafür, das zu wählen. Und da gab es auch Vorgängerpartien dazu. Ich mache das mal. G6, einfach um was zu zeigen. Jetzt ging der weiße Läufer sogar nach noch B1. Ganz tricky. Läufer G7. Springer E3, Springer A5 und jetzt kommt Läufer A2. Läufer A2, Springer H5, G3 und der nächste Zug von Weiß war D4, D5. Und wahrscheinlich steht Weiß hier schon ziemlich gut. Aha. Und also Partie das war ist, das war die Partie Johansson gegen Solomon. Okay. Ja, ganz anderes Modell. Was generell für diese Herangehensweise für Weiß spricht, ist, dass Weiß Figuren auf dem Brett behalten will, wenn er hängende Bauern hat. Das ist, glaube ich, kann man generell sagen. Springer E4 ist aber sehr natürlich, ne? Weil, wir wissen, für manche Spieler ist es ganz fürchterlich, wenn sie eine Mattdrohung gegen sich haben. Ja. Ich meine, hier ist es nicht so schwer, die zu parieren. Naja. Also sagen wir, es spricht nichts gegen das äußerst natürliche G6. Und das wollte Schwarz ja sowieso machen, er wollte 4 entschittieren. Aber es gibt eben, ne, kennt ihr das? Also ich habe immer, wenn ein Gegner mal matt drohte, wurde ich immer kurzfristig nervös. Blutsturz. Das ist irgendwie ein ganz ungesundes Gefühl. Am besten, man pariert das einfach und denkt nicht weiter drüber nach. Ne? Aber ja, das ist so, okay. G6, ja, was hat Weiß erreicht? Kam so. Es kam so, G6. Und was hat Schwarz erreicht? Es ist ja immer die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Schwarz hat ja einen ganz klaren Plan. Läufer G7 steht auf dem Zettel. Läufer G7, was den Bauern D4 unter Druck setzt. Und ja, die Dame auf E4 von Weiß steht auch so ein bisschen, jetzt so langsam auch ein bisschen anfällig. Jetzt gibt es mal Ideen mit Springer A5 auch. Und Weiß hat jetzt gespielt Dame F4. Findest du gut? Also Dame wegziehen finde ich gut. Also ich hätte sie jetzt nicht unbedingt nach F4 gezogen. Also ich hätte sie jetzt nach G4 gezogen. Aber gut, ist jetzt Geschmacksfrage vielleicht. Und Läufer G7. So. Beschießt D4. Also ich glaube, ja. Aber da, ich habe ja den Sendungstitel heute gelesen. So, und deswegen erwarte ich, dass Schwarz früher oder später Dame F6 oder sowas macht. Also einfach, also das ist jetzt aus. Du greifst vor, aber du greifst gut vor. Wie gefällt euch das? Und ich es ist komisch. Also wenn ich diese Stellung jetzt sehe, finde ich das schwarze Spiel schon deutlich angenehmer. Und ich hoffe, das geht jetzt nur mir so, weil das wäre wieder so ein typisches Beispiel. Eigentlich hat Weiß nichts falsch gemacht. Eigentlich, aber irgendwie finde ich, dass sich die schwarze Stellung hier angenehmer spielt. Ich habe keinen Plan für Weiß. Vielleicht hat Weiß das Falsche richtig gemacht. Ja, das ist jetzt philosophisch. Ja, das habe ich jetzt. Vielleicht haben die Zuschauer das verstanden. Ja, gut. Weiß spielt jetzt den Zug H4. Ja, ist halt ein Angriffszug. H4 immer, eigentlich ist immer nützlich. H4, H5 ist in der Trommel. Man kontrolliert auch nochmal das Feld G5. Das kann mal nützlich sein. H4, H5, H6 eventuell. Und Frage jetzt, was würdet ihr mit Schwarz spielen? Und den Zug, den
Adams hier macht, den, das ist so, im Nachhinein ist das so klar, dass er den spielt. Das ist so völlig klar, weil das ein typischer Adams-Zug ist. Es gibt, glaube ich, zwei Kandidaten hier in der Stellung. Da. Dame C7 oder Dame F6? Nein. Nein? Nein. Es gibt einen ganz konkreten Zug hier. Mhm. Na gut, man kann, also man kann mal reingucken. Man kann natürlich, was ist mit E5 zum Beispiel? Was ist das eigentlich für ein Zug? Kann ein man, schlechter Zug. Ja, okay, aber trotzdem muss man ja überlegen. Kann, also, den kann man einfach wegnehmen. Wenn der Läufer, ach, da, auf die, wenn der Läufer D3... Schlecht, ja, ne? Okay, sonst, also der geht gar nicht. Also, nee, also Brainstorming. Man kann ja Brainstorming machen. Ne? Das wäre mal eine gute Idee, wenn der weiße Turm auf nicht auf D1 stünde, sondern auf E1. Den habe ich da nicht gesehen. Also jetzt, dann hinge der Läufer D3. Aber so ist es natürlich da keine gute Idee. Okay, also aber damit ist das eine gute Idee. Ja, also... Ich weiß nicht, ob hier sich irgendjemand... Okay, Dame C7 hat er gemacht und dem würde ich auch mal wieder ein super Ausrufezeichen geben. Und ich glaube, das weiß ich jetzt nicht genau, dass Michael Adams den unheimlich schnell gespielt hat. Und das ist einfach, ja, das ist einfach ein sehr guter Spieler. Und der, ich habe neulich gelesen ein Interview mit Carsten Müller auf unserer Webseite. Ich glaube, Arne Kehler hat das geführt. Spielertypen. Ja, Spielertyp. Johannes Fischer hat es, glaube ich, geführt. Johannes Fischer, okay. Und da, also Carsten Müller hat mit Louis Engel ein Buch geschrieben und da werden Spielertypen charakterisiert. Und da gibt es dann vier Spielertypen, den Aktivspieler, den Reflektor, da muss ich immer so ein bisschen an Fahrrad denken oder Autoreflektoren oder so, den Theoretiker und den Pragmatiker. Natürlich gibt es bei den Spitzenspielern Übergänge, aber also es gibt doch so Merkmale, die, wo du denkst, das ist der Prototyp eines so und so Spielers. Ne? Und Adams ist ein absoluter Pragmatiker, glaube ich. Fischer zum Beispiel war ein Rechner. Ein sehr, sehr stark. Sein Spiel basiert. Er war aber auch ein Strategie, ne? Ja, gut, wie gesagt, das ist natürlich sehr komplex. Aber es gibt Spieler, die sich sehr auf ihre Intuition verlassen, andere sehr auf ihre Rechenkraft, dann wieder auf allgemeines Stellungsgefühl. Manche geben gerne mal einen Bauern einfach fürs Spiel. Kasparov, also einfach fürs Spiel immer in Anführungsstrichen, ne? Aber Initiative und so weiter. Und das ist sehr interessant. Und ja, es gibt. Ich weiß nicht, ob hier jemand daran gedacht hat, eventuell mal Springer D4 zu spielen. Springer D4, Springer D4. Also, hätte ich nicht dran gedacht. Springer D4, mhm. Also Springer D4. Was ist euer erst, also wenn ihr den Zug seht, Springer D4, was ist euer erster Eindruck? Das muss schlecht sein für Schwarz, das ist wahnsinnig riskant, oder glaubt ihr, nee, das ist genau richtig. Der Läufer B7 kriegt eine offene Diagonale und wir haben das Motiv E5. Naja, einfach aber, nur ohne zu, aber man stellt, ich meine, du hast Turm D1 und damit D8 und das ist ja immer irgendwie, das sorgt ja für Probleme. So. Und, ja. Also wenn, vielleicht geht das, aber da muss man sich das also sehr gut überlegen. Ja. Sehr schön, das hast du wunderbar formuliert. Man sollte es sich gut überlegen. Das muss schlecht sein wegen des Abzugs des Läufers D3. Das finde ich erstmal eine sehr gute Herangehensweise. Man öffnet die D-Linie, Turm D1 und man hat vis-à-vis. Aber es gibt wahrscheinlich keine konkrete Möglichkeit für Weiß, das auszunutzen. Mhm. Und dann kann das funktionieren. Es gibt aber eine Variante, die hier sehr kritisch ist. Also, erstmal eine Idee hier. Ne? Das ist die, wer hat das? Bullacotti-Idee in Reinform. Schwarz steht super. Klasse, ne? Alles richtig gemacht. Aber es gibt den Zug Läufer D4. Und nach dem wird es bunt. Läufer D4, Läufer F3, Läufer G7, Läufer D1 und Läufer F6. Was sagst du jetzt? Gefällt mir nicht. Das ist zu kompliziert. Ist zu kompliziert, oder? Denn es ist viel zu kompliziert. Es droht Dame H6, das ist auch total unangenehm. Die Dame ist angegriffen. Jetzt muss ich jetzt spielen. Kann ich überhaupt noch? Habe ich überhaupt noch einen Zug? Habe ich noch einen Zug? Ja. Es ist nur eine Frage der Herangehensweise. Ja? Auch die, ich wollte zwischendurch mal ein bisschen Zeit lassen. Achso, aber die Dame, wenn die nach H6 geht, dann kann ich ja schlagen auf F6. Also vielleicht kann ich E5 spielen. Kann man noch E5 spielen? Du musst E5 spielen. Ja, nicht können, weil es droht. Also die schwarze Dame hängt. Und es droht da mal 6, also ne, gar nicht mal so gut. Aber mit E5, das ist sehr konkret. E5 ist, glaube ich, der einzige Zug, sagt der Computer auch. E5 und Schwarz
und hält den Laden eben zusammen. Ne? Und jetzt kann man nach Dame H5, muss man sogar, glaube ich, noch H6 nachziehen. Das ist. Ne? Ja, aber das ist ja, also wenn ich jetzt Michael Adams wäre, ne, ich gucke auf meine Elo-Zahl, die ich mir notiert habe, neben meinem Namen auf dem Notationsfeld, da steht 2716 und bei meinem Gegner steht 2345. Da mache ich doch nichts, also so taktisch komplizierte Sachen, da spiele ich anders. Na, Ne? ja, okay, wenn du Michael Adams bist. Aber jetzt nehmen wir mal an, einen Fischer, der sich sehr auf seine Rechenkraft verlässt. Und ich nehme jetzt mal Bobby Fischer. Ja, der würde das spielen. Ja, und Bobby Fischer sieht den Zugspringer D4 Würde den machen, und dann genau. rechnet er den aus. Das ist eine Herangehensweise. Springer D4 ist ein sehr, wahrscheinlich einfach, also objektiv, jetzt sagen wir mal computergestürzt, ist das ein sehr guter Zug. Funktioniert einfach. Ne? Und Adams, ich glaube, also vielleicht hat er mal an Springer D4 gedacht, natürlich. Ne? Das ist ein super Großmeister, taktisch auch sehr, sehr versiert, aber vielleicht genau das? Nö. Was mache ich hier in der Stellung? Ich spiele gegen die hängenden Bauern. Was will ich da vor allem machen? Ich will Figuren tauschen. Und deshalb spielt er einfach den Zug Dame C7. Und der ist einfach bärenstark. Ne? Ganz andere Herangehensweise, Dame C7. Nehmen wir mal an. Da, Ja? entschuldige, da muss ich einmal einen kurzen Einwurf. Da, mir fällt nämlich noch gerade eine Geschichte ein. Sergei Tifiakow, der hat hier ja, sehr viele DVDs aufgenommen. Und einmal auch so eine, weiß gar nicht, worum ging es da eigentlich? Strategie oder so, oder richtiger Tausch, ich weiß nicht mehr. Also, jedenfalls war so, lud mich dann ein, hier so einen Test zu machen und sagte: Du hast einen Bauern mehr und hier gibt es eine interessante Angriffsmöglichkeit. Ne? So, und was ziehst du jetzt? Und guckte ich und dann sagte, ja, ich spiele diese interessante Angriffsmöglichkeit. Ne? Dann sagte er, jetzt falsch. Du hast einen Bauern mehr, du brauchst das gar nicht probieren. Einen Bauern mehr spielst du einfach pragmatisch und lässt dich da nicht auf Verwicklung ein. Ne? Ja, wie gesagt, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und Carsten Müller sagte eben auch, dass dieses Spielertypenmodell, das wird dann interessant, wenn es nicht einen absolut besten Zug gibt. Na, klar, wenn man einen Gewinnzug hat und man muss 10 Züge rechnen, dann macht er den auch. Ne? Aber das ist vielleicht auch einfach eine Geschmackssache. Es ist sehr interessantes Interview, steht auf unserer Seite. Wie gesagt, Johannes Fischer hat das geführt. Dame C7 bietet den Damentausch an. Ich habe jetzt mal selbigen ausgeführt. Und ja, hängende Bauern, wunderbar. Hängende Bauern sind sehr, sehr dynamische Kraft, wenn du genug Figuren auf dem Brett hast und möglichst mit Damen. Und hier in dieser Stellung spielt nur einer. Und das ist Schwarz. Schwarz zielt gegen die schwarzen Bauern. Ne? Die sind beide, stehen beide schon, also C4 steht noch nicht unter Druck, aber die be stehen beide unter Druck. Und Schwarz kann seine Stellung mühelos verstärken mit zum Beispiel, das hat glaube ich vorhin auch jemand gesagt, Springer A5 oder Turm D8. Und Hier gibt es noch einen ja, Hinweis. Hast du gesehen? Weiß hat nicht die Damen getauscht. Ach so, V okay. völlig richtig. Ja, ich schweife nur ab. Ich wollte Okay. nur versuchen, diese Stellung zu erklären, dass die strategisch einfach für Weiß sehr perspektivlos ist. Vielleicht kann man das noch halten, aber es spielt nur einer. Und das ist der Schwatte. Dame C7 und er hat gespielt, ich glaube, Dame, er ist zurückgegangen nach E3. Dame E3. Und ja, okay, nächster Zug von Adams. Oder Ist und achso, du wolltest noch Dame ja gut, G. das war Dame eben vor. G4. Dame G4, das müsste er Die nochmal sagen, wann. Theorie. Das könnte er Ja, natürlich, jetzt nach das Zack. könnte er natürlich auch hier machen. Das ist die Frage, ob man sich damit so einen Gefallen tut, natürlich. Nach Weil, H5 musst du dann nach H3 oder sowas. ja, nach H5 muss man nach H3. Aber man könnte damit G4 randalieren. Ich Ja, weiß es nicht. ist okay. Vielleicht ist das ein Zug. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier H5 spontan spielen würde. Vielleicht kann Schwarz auch so fortsetzen wie in der Partie. Ich glaube, also gut, das ist ein heikler Zug für beide Seiten. Ne? Also nur mal Andres Idee jetzt und jetzt vielleicht G4. Vielleicht. Aber Schwarz kann auch genauso den Zug machen wie in der Partie. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Adams den auch in dieser Stellung gemacht hatte. Also bleiben wir mal hier. Also Dame G4, ich verstehe die Idee auf jeden Fall. Dame auf dem Brett behalten. Was machen wir jetzt? Mit Schwarz. Hat er nicht Springer A5 gespielt? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Oder vielleicht Springer E7 gespielt. Er hat Springer E7 gespielt.
Das ist auch sehr, sehr gediegen, ne? Sehr gediegen, weil der Läufer B7 will, hat freie Sicht jetzt und wohin dieser Springer E7 will, das ist ja auch klar. Jetzt kommt noch von Weiß einmal Turm E1 und das sind alles schon so, das sind Verteidigungszüge, die Weiß macht. Er hat keinerlei Dynamik mehr und Schwarz schießt gegen C4, gegen D4, gegen F3 und ja, jetzt auch mit dem Springer E7. Was hat er jetzt gemacht? Naja, er kann ja viele Züge spielen. Ne? Das ist richtig, das ist das Schöne am Schach. Naja, wenn man viele Züge hat, dann steht man meistens gut. Also man kann ja Springer F5 jetzt spielen zum Beispiel. Kann man Springer F5 spielen? Nee, kann man vielleicht gar nicht. Springer F5, Läufer F5, E5, Dame E8, Turm E8. Ja. Turm E8, Läufer F8. Genau. Und da, dann muss ich wir, da kannst du ganz, also da ist wieder dein, da würde ich viel früher abbrechen und sagen, okay, das kann nun wirklich nicht gut sein. Okay. Aber genau, deswegen also Turm genau, E1. Genau deshalb hat Weiß ja Turm E1 gespielt. Das richtet sich also gegen... gut, GF5 ist auch nicht schön. Das nimmt einem sehr, sehr viel Potenzial und Läufer F5, das war natürlich die Idee von Turm E1. Und da kann man, glaube ich, ich würde bereits hier abbrechen. Oder meinetwegen, ich würde vielleicht noch den machen, aber das ist eine scheußliche Stellung für Schwarz. Das will man überhaupt nicht. Ja. Dann würde ich nur sagen, Springer F5 hat er nicht gespielt. Das ist richtig. Er könnte Läufer F3 spielen, dann müsste... Warum ist Läufer F3 ein guter Zug? Dann müsste er Dame F3 spielen und dann kann ich Springer F5 spielen. Also, er hat nämlich Läufer F3 gespielt. Auch so ein Zug, ne? Wenn man freiwillig einen Läufer hergibt, das habe ich... Ich wiederhole mich. Ich habe viele Sachen, glaube ich, schon 100 Mal gesagt. Das finde ich immer blöd, wenn ich mich wiederhole. Aber es ist einfach. Es ist immer überraschend. Ein Fianchetto-Läufer, in diesem Fall der Läufer B7, wird getauscht ohne Grund. Man muss nicht unbedingt. Ne? Aber es ist einfach ein sehr, sehr starker Zug, weil das noch mehr, der Springer auf F3, das ist so einer, der vielleicht noch ein bisschen Dynamik reinbringen kann. Jetzt, wenn man vielleicht nochmal dürfte und könnte zu Springer E5 ansetzen oder Springer G5, Läufer F3, das ist erstmal... Ja, gut, es schwächt D4. Ne? Es schwächt D4 und schon wieder ist eine Leichtfigur weg. Und mit jeder Leichtfigur, die vom Brett verschwindet, werden die am weißen Mittelbauern noch schwächer. Ne? Konkret, kann ich jetzt Springer F5 spielen, wenn ich das will? Muss ich aber nicht. Kann ich aber. Toll, ja. Dame schlägt F3, hat er gespielt. Und was hat Schwarz jetzt gespielt? Also wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, ja, hat er vielleicht jetzt sowas wie Turm D8 gemacht. Oder Turm so. D8 ist ein guter Zug, aber er hat was anderes gemacht. Das ist auch wieder so cool. Vielleicht Dame C6 oder so. Du hast es mit dem Damentausch. Ja, weil ich den Sendungstitel versuche. Ja, versuchst es zu ergründen. Ja. Okay, aber könnte man doch machen, oder? Ja, Schwarz, du sagtest, also Schwarz steht hier bereits bequem, weil nicht, man hat diese Konstellation... Bauer D4, ich weiß, Läufer was D7 noch und Läufer B2. Wenn man und das ist einfach unheimlich perspektivlos für Weiß. Ja. Ja. Ich hatte überlegt, ob Läufer H6 und Dame F4 eine Idee ist. Wir reden hier von Michael Adams und du kommst mit Läufer H6, ja? Quatsch, also ne? Das ist dann. Zu kompliziert. Er macht Springer C6. Springer C6. Ja. Und war er einmal zur Seite gegangen, einmal getauscht und zurück? Ja. Macht nur einen sehr ästhetischen Eindruck. Ganz einfaches Schach, der Bauer auf D4 ist angegriffen und den kriegt man auch nicht mehr gedeckt. Also der nächste Zug, also erstmal, der hängt jetzt direkt und Schwarz kann auch jederzeit noch den Druck erhöhen mit einem Turmzug nach D8. Muss man überlegen, welcher Turm der bessere ist, vielleicht der E-Turm. Und Weiß hat sich jetzt auch schon gefügt. Er hat nämlich gespielt den Zug H5. Ja gut, also kann auch Dame E4 einmal machen, das hätte ich mir, glaube ich, noch notiert. Dann spielt man Turm E nach D8 und ja, D4 fällt einfach. Das ist ja komisch, mit normalen Zügen und dann, ich habe gleich gesagt, hängende Bauern, immer Probleme. H5 gespielt, jetzt hat er einfach genommen, Läufer, 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 HG hat er, glaube ich, auch noch, nein, hat erstmal Turm E4 gespielt. Und die Partie ist einfach, die ist gelaufen, ne? Und Kann man nicht noch ein bisschen am Königsflügel mit? Ja, natürlich, natürlich so? Macht man das. Ne? Man will ja nicht aufgeben nach 23 Zügen. Läufer D4, jetzt kam Turm E4. Ist das richtig, was ich sage? Turm E4, jetzt hat er einfach Turm C nach D8 gespielt. Turm C nach D8. HG. Turm G4. Ich glaube, das geht so in deine Richtung. Will noch ein bisschen dribbeln, eventuell mit Läufer G6 Störfeuer geben.
Ja. König G7. Ich frage mich, warum die Sendung Turm E1. Damentausch heißt. Weil Dame C7. Wegen diesem Einzug. Wir haben noch mehr. Ah, okay. Turm E1, Dame C5, Turm E2, Dame H3. Ja, gut. A3, ne? Der Bauer war einfach eine Schwäche und jetzt hat er noch den genommen und das ist dann 0 zu 1. Eine sehr trostlose Geschichte dann. Ne? Und ja, wir können wirklich nochmal zurückgehen. Also zu dieser Stellung. Vielleicht sollte man hier einsteigen. Vielleicht ist das dieser Plan, den Weiß hier spielt mit Springer E4. Vielleicht ist das schon die falsche Richtung, falsch abgebogen. Vielleicht muss man einfach versuchen, mit Springer F1 oder so mehr Potenzial noch auf dem Brett zu behalten. Jeder bei hängenden Bauern, das kann man sich, glaube ich, wirklich merken, auch bei Isolani-Bauern übrigens, bei hängenden Bauern, Figurentausch ist gut für die Partei, die gegen die hängenden Bauern spielt, weil jeder Figurentausch nimmt halt Dynamik. Ja, genau. Natürlich hat Weiß vielleicht noch irgendwie gehofft auf ungleichfarbige Läufer. Ich muss mal die Stellung malen. Man stelle sich vor, oh, da muss. Ja, nee, fällt mir jetzt auch nicht ein, wie man sich das schönreden könnte. Okay, vielleicht so. Nur wenn alle Schwerfiguren Ja, weg sind vielleicht oder so. also erstmal alle Schwerfiguren vom Brett, Damen und Türme. Und vielleicht kann man sich auch noch vorstellen, wenn Schwarz hier E5 gespielt hätte. Und ja, vielleicht das noch. Ja, Turm E4 geht das auch nicht, sagen wir so. Nehmen wir an, Weiß würde hier G3 spielen und Schwarz spielt E5. Und jetzt spielt Weiß irgendwie sowas. Läufer E4 nach D5, vielleicht ist sowas noch. Dann hat man vielleicht noch so ein paar Schummelchancen zumindest. Ne? Aber das kriegt man halt so nicht Man hin. kann Läufer E4 und dann Liste K6 spielen und dann droht man schon Dame F6. Ne? Okay, genau, so Schummelchancen. Und wie gesagt, ich wollte hier nochmal genau an der Stelle den Zug Dame C7 loben. Der ist stark. Also ein ganz einfacher Zug. Schwarz bietet den Damentausch an und nimmt Weiß damit doch sehr viel Freude an der Partie. Zum Nachmachen empfohlen. Ja, Machst wir du merken uns das. mal kurz dein Quiz jetzt Mein vielleicht? Quiz. Oder gibt es so, und derweil kann ich noch, Ich mache mein gibt es noch Quiz. Fragen dazu? Ich mache mein Quiz. Also die, die es schon mal zugeschaut haben, kennen das ja. Ich stelle also eine Frage und der zuerst im Chat die richtige Antwort gibt, der bekommt also diese CD hier zugeschickt. Muss mir allerdings dann auch noch seine Adresse, Postadresse schicken. Und zwar an meine E-Mail-Adresse ist andreschulz@chessbase.com. André Schulz in einem Wort, Schulz ohne T. andreschulz@chessbase.com. So, die Frage ist, ich muss dann immer so aufpassen, gleich pass mal mit auf, ne? Weil das ist ja immer so schnell. Da gibt es ja echte Spezies. Also wir haben ja den WM-Kampf Karlsen gegen Nepomniachtchi oder Nepomniachtchi. Und die Frage ist, wann haben die beiden zum ersten Mal gegeneinander gespielt? In welchem Jahr? Das Jahr reicht mir. Eine einfache Frage. Weißt du es? Ich glaube ja. Okay. Da, es ist Ziegerlei. Ziegerlei hat gewonnen. 2001, Hundemacher ist falsch. 2002 ist richtig. Ziegerlei hat gewonnen. Muss mir dann bitte, wahrscheinlich, ich glaube, du hast schon mal gewonnen. Aber ist egal, schick mir doch bitte nochmal deine Daten zu. Also, ich schreibe mir das mal. 2000, jetzt viele Vorschläge, aber wenn der richtige schon genannt wurde, ist natürlich. Die haben in einer, also Jugend, das war die Jugend-Europameisterschaft, die Ich haben weiß. in Spanien gespielt. Wenn man keine Sprachkenntnisse hat, dann würde man das Peniscola aussprechen. Aber ich glaube, es ist Peñíscola oder Peniscola, Peniscola. Peñíscola. Ja. Tolles. Und die erste Partie hat, glaube ich, Nepo gewonnen, Ja. den Karlsen. Und das ist grandios. Da merkte man schon, oh ja, die können beide was. Und Ja, ich habe heute da mal ein bisschen die Bilanz durchgeguckt. Das ist eigentlich ganz witzig. Also Nepo hat tatsächlich eine positive Bilanz. Also nicht nur wegen dieser Partie. Er hat auch später noch eine mehr gewonnen als Carlsen. Aber es ist kein Riesenunterschied, also 2 zu 1 oder so. Aber Carlsen ist klar überlegen, was kurze Bedenkzeiten angeht. Ne? Na gut, aber ja, so klar ist das nicht. Jetzt kommen ja auch die ganzen Prognosenabgeber. Grischuk hat was schon gesagt. Ich habe es nicht gelesen, aber jetzt kommen so die Prognosen. Wie wird der Kampf verlaufen? Und wir machen mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Sondersendung zu diesem Thema.
Warte mal, vor dem Turnier hat David Howell erzählt. Also, Ich glaube, ja, Howell war mit Sicherheit dabei. Der ist ungefähr gleich alt. Ich glaube, die haben, Howell hat mal gegen Carlsen einen Gedächtnistest gemacht. Hat ihm Stellungen gezeigt und Carlsen hat das dann so runtergerattert. Und das war sehr verblüffend. Also, weiß ich, ich glaube, es ist auf YouTube. Howell machte E4, E5, Springer F3, Springer F6 und da sagte Carlsen, das ist eine Anand-Partie. Also gut, die er kannte seinen Gegenüber natürlich genau und dann wusste er, zwei Züge, oder dann hat er, glaube ich, auch schon die richtige Partie geraten. Wahrscheinlich willst du mir die zeigen, ganz, ganz toll, ja. Ganz super. Sehr unterhaltsam übrigens und Carlsen ist ja nicht nur ein großer Schachspieler, ich finde ihn ziemlich unterhaltsam. Also wenn der so Interviews gibt oder so, das macht sehr große Freude. Wenn er gut gelaunt ist. Natürlich. Manchmal ist er schlecht gelaunt. Ja, also das ist bei mir aber nicht anders. Ja, Vorwissen hilft. Führt Läufer A7, König A7, Turm H3, König G8, Dame H5 zum Gewinn für Weiß. Läufer H7. Gibt es eigentlich Englisch heißt Läufer schlägt H7, Greek Gift, habe ich nachgeguckt. Wusste ich auch, aber ich habe es nochmal nachgeguckt. Kennt jemand eine deutsche Entsprechung dafür? Oder gibt es auf H7. Ja, ne? Wir haben keine. Ich habe mal Danaer geschenkt, aber das stimmt auch nicht. Also, das ist einfach mit Pferden. Ne? Also das ist zwar richtig gemeint, aber es gibt, glaube ich, keine Übersetzung. Genau, Hoddlmacher hat die Variante nochmal runtergerattert. Für diejenigen, die später gekommen sind, vielleicht die ersten 5 Minuten der Sendung nicht gesehen haben, nochmal hier die Frage. Trojanisches Pferd, ja. Ich aber Läufer H7 ist kein trojanisches Pferd. Okay. Wenn das nicht mal zu Anastasias Matt führt. Daniel Geschenk gibt es wohl, aber das bezieht sich halt nicht nur auf Läufer H7. Das ist generell etwas, ein Geschenk, was man lieber ablehnen sollte. Keine hölzernen Pferde in die eigene Burg ziehen. Bloß nicht. Okay, ja. Und hier nochmal zum Diagramm. Läufer H7, König H7, das führt tatsächlich zum Gewinn für Weiß. Ist das eine reale Partie oder ist das konstruiert? Das ist, glaube ich, eine reale Partie. Aber frag mich jetzt nicht. Weiß droht, nach Dame H5 zwei Matts auf H7 und H8 und nach Dame H6 gibt es eben den Zug Springer F5 und wir haben das Anastasia-Matt oder Anastasias-Matt auf dem Brett. Springer auf E7 hat beide Fluchtfälle. Merke ich mir, wenn ich das mal in der Partie kriege, werde ich es finden. Gut, Vorwissen hilft. Ne? Jetzt ist es nach Läufer H7 schon 6 Züge, kriegt man nicht unbedingt so raus. Ne? Aber wenn man das Muster vorher schon mal kurz gesehen hat, ich werde irgendwann, werden wir alle Sendungen wiederholen, die wir gemacht haben. Und dann müsste es eigentlich, dann müsste es eigentlich sehr viel schneller gehen. Und du solltest als Trainer arbeiten, dann kannst du die Mannschaft darauf einstimmen, also auf den Wettkampf, den du typische Mattbilder zeigst. Bullerkotte sagt jetzt, die hatten wir doch schon. Genau, und das ist auch die Idee dabei. Okay. So, wir haben Vishy Anand im Kampf gegen Andreas Heimann. Auch eine ganz beachtliche Partie, aber die ist recht lang und deshalb haben wir die, habe ich die mal nicht ganz ausgeführt. Die Bundesliga-Endrunde in Berlin war eine ganz tolle Sache. Bundesliga-Endrunde und ich weiß nicht, wie viele Partien, es wurden hunderte Partien gespielt. Es ist eine gewaltige Partienanzahl auf jeden Fall und da hat, was ist das Gegenteil von Hinz und Kunz? Also die Großen, wenn es nicht Hinz und Kunz ist. Also, Kreti und Kreti. Nee, alles, was Rang und Namen hat. Rang sagt und man Namen. Eine. Also ganz, ganz großartige Besetzung, unter anderem natürlich auch Vishy Anand hat da gespielt. Und ja, alle waren dabei und eine Vielzahl von sehr guten Partien. Das zeigt mir wieder, Schach ist einfach ein unendliches Feld. Ne? Und jetzt bei dem Turnier in Riga, möchte ich gar nicht wissen. Ich habe noch nicht eine einzige Partie nachgespielt. Ich komme das nicht, solltest du, das ist eine tolle Partie. Ja, klar. Also, man muss sich irgendwas raussuchen. Das hat Peter Silje gerade in der Schachzeitung gesehen. Dann weiß er wahrscheinlich mehr als ich. Nein, ganz toll. Das kann sich natürlich mal überschneiden. Schwarz spielt Dame H6. Und tödlicher Damentausch, ne? Wunderwaffe Damentausch. Wie soll Weiß reagieren nach Dame H6? Ist das nicht total gefährlich, weil man dann einen gedeckten Freibau hat? Ja, jetzt kann man mal so. Versuch dich mal an die Stellung ranzuarbeiten. Also Dame H6 bietet den Damentausch an. Ich würde als erstes mal gucken, was passiert, wenn ich den annehme. Also ja, Dame H6. Damit fängt man an. Ne? Also Schwarz hat sich ja was dabei gedacht, du sagst zu Recht.
Oha. Oha. So, jetzt, aber zwei. Jetzt droht ja F2 oder so. Ne? Jetzt muss ich jetzt, also entweder bin ich Erster dahin, ich weiß aber nicht wie, G7, das kann ja nicht sein. Also König, jetzt müsste ich ja König F3 spielen. Ne? Genau. Und das so. Ist so ein Bauernendspiel, wo man denkt, man hat eigentlich viel erreicht, ne? Man hat einen gedeckten Freib. Jetzt geht es nicht weiter. Und es geht nicht weiter. König man, F6, man hat König eine Festung. G4, ja, König G7. Man kommt nicht weiter. Ja. Man kommt also nicht dann weiter. Sollte ich da nicht tauschen, wenn genau. ich gewinne. Genau, König F6. Und jetzt kann man, Schwarz kann nie auf F5 nehmen, aber das macht er auch nicht. Also er pendelt einfach nur hin und her hier. König F6, G7, F6. Und Weiß hat überhaupt keine Möglichkeit, Fortschritte zu erzielen. Dann würde ich da nicht nehmen. Ne? Also, können wir den ausschalten. bla bla. Okay, vom Teams kommentiert wird hier was. Ja, aber das trotzdem, also ich Mutsitschuk Conquest kommentieren, aber naja, gut, also das ist jetzt ja, ist eigentlich ganz okay, oder? Ich finde das jetzt nicht so schlecht. Also. Was gibt es noch nach Dame H6? Ja, dann würde ich also da nicht tauschen. Man kann natürlich Dame F3 spielen. Das wäre okay, so das ist Kandidat 2. Mhm. Das ist aber ein Problem, weil wegen König F6 und jetzt klemmt es auf einmal gewaltig bei Weiß und man, ne, Weiß hat einen Bauern mehr, soweit so gut. Aber die Stellung ist ja total zu. Und welche Figuren stehen hier aktiv? Naja, dann kommt die Dame, kommt mir da in die Stellung rein, das will ich ja auch nicht. Also die Stellung ist schon verloren für Weiß. Mhm. Okay. Schwarz droht Dame G5, Dame schlägt F5 und dann hat Schwarz auf einmal ein gewonnenes Bauernendspiel. Ja, und das ist sehr, sehr interessant. Ja. Gut, dann jetzt bleibt ja nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen den Vichys Gewinnzug finden. Was, er hat einen Gewinnzug? Ja, er hat einen Gewinnzug. Also ich könnte vielleicht F6 spielen. Oh. Ja, dann, wenn du G-Bauern kannst du ja nicht nehmen, musst du einen König nehmen. Dann mache ich Dame F3 mit Schach. Und ja, dann komme ich ja da fett rein. Also Dame F7 und so, wer weiß, ob das gut ausgeht. Also ich glaube, das wäre jetzt so meine Idee. Das wäre der dritte und den hat Vichy auch gemacht. Wäre interessant gewesen, das weiß ich natürlich nicht, ob er das alles, was er schon vorher gesehen hat. Ne? Also ob er diesen F6-Killerzug, glaube, hat er schon gesehen. Hat er mit Sicherheit gesehen. Wahrscheinlich schneller. Ja. F6 und jetzt hat man halt eine ganz andere Konstellation. Ja, König F6, was sonst? Oder müssen wir, nein, wir müssen, glaube ich, nichts angucken. Jetzt Dame F3, zurück, Dame F7. Und, Moment, ich glaube, ich muss eben gucken, wann hat er eigentlich aufgegeben? Nach F6 hat er schon aufgegeben. Das sagtest du ja, und das geht nicht gut aus, ne? Sagst du. Ja. Und völlig zu Recht sagst du das. Man muss da noch einmal reingucken, ob es auch wirklich nicht gut ist. Ja, genau. Ne? Also Weiß hat eine Menge erreicht. Okay, er hat einen Bauern gegeben. Schwarz hat auch den E-Bauern. Das ist ein gedeckter Freibauer. Okay, so weit, so schlecht. Aber was hier zählt, ist die Aktivität. Und jetzt hat Weiß einen schönen Gewinnweg. Wie gesagt, nach F6 hat Schwarz aufgegeben. Wollte sich das nicht mehr zeigen lassen. Was ist jetzt ein sehr schöner Gewinnweg für Weiß? Das hat man auch nicht alle Tage. Naja, wahrscheinlich, ich überlege, ob König F5 ein Zug ist. König F5, Dame H5, Schach, König E6 und dann Randali, also dann nehme ich da alles weg. König genau. E6. Also. Man muss also, es geht wieder um Aktivität, das ist ganz hübsch, Dame H5, ja, wunderbar, König E6 und Schwarz wird matt, ne? Also Schwarz, überhaupt keine Chance, hier mit seiner Dame irgendwas zu bewirken. Weiß droht Dame D7 matt, er droht König D6 und ist Feierabend. Und ganz, hat Schwarz einen Bauern mehr, ne? Völlig unerheblich. Weiße Dame und weißer König ist aktiv. Und wir vergleichen das mal mit dieser Stellung. Ne? Weiß hat einen Bauern mehr und Schwarz steht aktiv und gewinnt. Ja, aber ein Bauer weniger ist immer eine offene Linie mehr. So kann man das sehen. Einen machen wir noch vielleicht. Ich glaube, habe ich noch einen Scherz. Ich guck mal. Ich mache mal F11. Ja, doch, das machen wir. Das ist kein Scherz. Nur noch mal zum Spielstil von Adams. Adams spielt in dieser Stellung Dame D4. Einfach mal gucken. Man denkt hier, ein messerscharfer sizilianisch Kampf. Ne? Offener Damenflügel, B-Linie ist schon auf und Weiß hat einen Bauern auf H6. Man stelle sich vor, Weiß könnte irgendwie eine Dame nach G7 kriegen. Chancen gegen den König. Und Adams macht hier einen Zug. Ich weiß nicht, ob ich den auch nur in Betracht gezogen hätte. Und deshalb, ja, setzen auf deshalb gebe ich dem mal zwei Ausrufezeichen. Oder? Dame D4
Und was ist die Idee dieses Zuges? Die Dame ist ja fast weg. Ne? Wieso? Und, ja, ja, mach mal einen Zug. Ne? Und die Idee ist, nach Läufer C5, welcher Zug? What? Ja. Das ist eine gute Frage. Muss man hier einmal reingucken. Mach dir keinen Kopf. Es gibt nur einen und der ist auch gut. Ich sehe im Moment gar keinen. Also einen gibt es. Ich muss doch mit der Dame wegziehen. Ja. Ne? Aber wo kann ich denn hier... Dame A4. Ja. Das ist aber auch der Einzige. Ja, richtig. Dame, ne? Dahin, ja. Dame A4. Und die Idee ist einfach... Damentausch. Er sagt, in der Struktur, ich habe die bessere Struktur hier. Und Damentausch ist gut für mich. Dame A4. Schwarz kann ein bisschen anders spielen. Ja? Aber jetzt nur mal gucken, wie es kam hier. Turm F nach B8. Springer. Jetzt hat er, glaube ich, Läufer E3 gespielt. Kleinen Moment. Er hat erst Läufer A6 gespielt. Turm A6, Läufer A3, Läufer E3, Läufer E3, Turm D3. Und viel ist vom Brett verschwunden. Und was hat auch mal ein kluger Kopf gesagt? Wichtig ist nicht, was vom Brett verschwindet, sondern was übrig bleibt. Und man sieht hier in dem Endspiel, Weiß hat... Im schwarzen Lager gibt es nur Zielscheiben. Es gibt den rückständigen Bauern auf D7. Der Bauer H6 ist unangenehm. Und das ist ein ganz unangenehmer Geselle auf H6. Ne? Und das passt wieder alles wunderbar zusammen. Aber psychologisch, ja. Also das ist ja auch psychologische Kriegsführung. Weil, also ich habe auch als erstes gedacht, wenn ich jetzt nichts mache, ne, ich muss ja nicht Läufer C5 spielen, kommt er mit G4, G5. Ne? Und dann setzt er nicht matt. Es ist eine Idee. Eine andere Idee ist auch... auf A6 zu schlagen und dann gegen D7 zu spielen. Ne? Also so, das ist schon ein vielschichtiger Zug, aber ich finde Dame D4 ist einfach so ein Zug, wäre, ich weiß nicht, mein x-ter Kandidat gewesen. Ich glaube, ich hätte vielleicht G4 geprüft oder so. Kann man alles machen. Aber Adams sagt sich, ich habe die bessere Struktur und dieses Endspiel ist sehr, sehr gut für mich. Ja, ich bin großer Fan. Ja. Wunderbar für Damentausch. Sehr schön. Und einen letzten noch. Nein, einen kurzen noch. Wir haben ja noch ein bisschen Sendet. Ja, ganz kurz. 2 Minuten noch. Warum ist Turm BC8 der falsche Turmzug? Ja. Turm BC8 ist der falsche Turmzug, okay. Wie widerlegt Weiß den Zug? Turm C8. Schwarz hat einen König auf A5. Ja, ja, der manche, steht da doof. Manche würden vielleicht denken, der könnte irgendwo anders stehen, aber... Ja, ich überlege, ob man irgendwas tricksen kann. Ja, kann Turm man, A7 kann im Schluss. Kann man gleich kann Dame A7 spielen? Kann man Dame A7, Springer A7, Turm A7? Kann man das spielen, Dame ja. A7? Kann man. Springer A7, Turm A7, König B4. Da haben wir ja noch Springer D5. Mach's mal. Geht das mit dem anderen Turm nicht? Dame A7? Nee, es gibt einen Unterschied. Springer A7, Turm A7, so König B4. Mhm. Naja, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen arbeiten hier, sonst ist das ja noch nicht entschieden. Kann ich das Springer D5 durch oder Springer C2 vielleicht? Springer C2. Nee, den nimmt die Dame weg. Das ist, das sehr, nicht das gut, ist also sehr Springer nicht, D5. Springer ja. D5 und jetzt sieht man noch König C4. C4 kommt halt Springer B6. Und nach König A3. Da geht, glaube ich, Turm E3. Ne? Alles klar. Ja, schön. Witzig, ne? Ja, ja, das gut, geht der, nicht. Der, ja, gut, eben der Trick ist eben, dass wenn man den anderen Turm genommen hätte, dann würde das nicht funktionieren. Jetzt wäre B6 Ach noch so. Gedeckt. Ne? Ja, woran man alles denken muss beim Schach, das ist ja auch doof. Ja. Das war es. Sehr schön. Nur ein kleiner Scherz zum Schluss. Genau. Also ich kann ja nur empfehlen, dieses Riga-Turnier anzugucken. Mir ist Folgendes aufgefallen. Also, und zwar, also erstmal heißt das Ding ja Grand Swiss, was ich einen idiotischen Namen finde, weil das große Schweiz, was soll das sein? Ne? Aber gut, das ist irgendwie angelehnt an Grand Prix. Und dann dachte ich, naja, hier gibt es zwei Qualifikationsplätze, ne, beim Grand Prix, nicht Grand Prix,
Es ist eigentlich ein Grand Prix, aber ich habe es verglichen mit World Cup. Beim World Cup gibt es 2 Qualifikationsplätze fürs Kandidatenturnier, beim Grand Swiss auch. Und beim World Cup scheiden die aber immer alle aus. Ne? Das heißt, die sind dann weg. Und bei diesem Grand Swiss-Turnier spielen sie immer noch weiter und dann haben sie mal eine Partie verloren und dann spielen sie in der nächsten Runde eine tolle Partie. Ja. Und das ist eigentlich ein viel besseres Format. Ja, ich finde um Schweizer System, wie gerade im Chat gesagt ich wird. Weiß, woher der Name kommt. Ja, aber trotzdem, wenn du jemandem sagst, was bedeutet Grand Swiss, dann sagt er ja, was soll das sein? Große Schweiz oder keine Ahnung. Ne? Natürlich geht es um Schweizer System, das weiß ich schon. Aber für jemanden, beim Schach kennt man das, aber für jemanden nach außen, ne, wir spielen Grand Swiss oder so, dann sagen die, was ist denn Grand Swiss oder ist das Roulette oder Große Schweiz, keine Ahnung. Ne? Märklin-Eisenbahn, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht so ein selbsterklärender Name. Ich weiß schon, dass es von Schweizer System kommt. Okay, gut. Ein schönes Wochenende, bleibt gesund und wir sehen uns nächsten Freitag wieder.